Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu ETS 2 auf der Karte TSM im Singleplayer bei Münsterland TV. Wir sind auf dem Weg nach Marokko. Ja, Teilziel ist Frankreich. Die Gabelstapler hinten abgeben. Und ja, ganz genau ist es Montpellier. Ja, wir haben noch 750 Kilometer aufgerundet, ne, abgerundet eher, ne? Ich hoffe, dass wir es auch schaffen. Ich glaube, zeitlich auf jeden Fall. Ja, ist die dritte Folge jetzt auf dem Weg nach Marokko. Erste war Brüssel, zweite Luxemburg so als Schwerpunkt. Jetzt sind wir halt in Frankreich. Ja, wichtig ist, dass wir euch wieder die aktuellste TCM-Map, ne, Trucker TSM-Map, genau. Wenn euch die aktuellste TSM-Map runterladet. Ihr müsst alle drei DLCs haben, das heißt Skandinavia, Going East und Viva la France. Ja, um auch in diesen Genuss kommen zu können hier. Weil ich glaube, das ist alles halt da noch drin. Viva la France ist halt ein dichteres Streckennetz jetzt hier. Aber wir haben gleich Strecken, die nicht drin sind. Das heißt, so wie Marokko und so, das ist alles nicht drin. Jetzt hier unten lang. Pfeiler teilen uns hier die Straße. Hier weiter. Stoppschild, das Einfahrtsverbotsschild hat mich ein bisschen irritiert. Ja, wir haben auch schon einen Schaden hinten drauf. 5%. Das war nicht schön. Aber meine Schuld. Deswegen habe ich auch den Spiegel oben rechts jetzt eingeschaltet. Es war rechts ein LKW von uns auf der Autobahn. Und ich dachte, wir wären dran vorbei, aber Denken kommt eigentlich vom Nachdenken, ne? Und das habe ich wohl da unterlassen. Wir fahren natürlich weiter. Wir sind noch nicht müde. Ich glaube, Müdigkeit habe ich auch komplett aus. Daher. Alles safe. Da ist ein Drescher gefahren, ne? Ein Milchdrescher. Auch nicht schlecht. Ja, machen wir heute mal ein paar Kilometer. Wir sind unter 700, das ist sehr schön. Ziel war eigentlich heute anzukommen. Ich glaube, das können wir irgendwie auch schon wieder vergessen. Gerade sehe YouTube, genau.
Also wer keine Folge verpassen will, wie es weitergeht Richtung Marokko, lasst einfach ein Abo da, wenn ihr das nicht schon längst habt. Und was auch ganz cool ist, wir sind auf Münsterland. Ach, wir sind auf Münsterland. Ja, wir sind auf Facebook mit Münsterland TV. Da könnt ihr euch auch uns gerne auch folgen. Und ja, Vorteil, ein paar Informationen kommen da, gerade Sonntagsstream und so. Ich da schon mal vorab Info, ja, poste, weil der steht. Ja, das sind so die zwei wichtigsten Sachen. Wir haben überlegen, ob es eine Internetseite geben wird mit den ganzen Playlisten, aber ich denke, wird einfacher sein, wirklich YouTube zu pflegen und Facebook. Und von da mal lassen. Sehr viele nennt sich das Provinz, genau, Provinzen hier, ne? Schöne Wälder. Auch mit den PKWs gefällt mir. Also ich bin gerade sehr angetan, dass ich wieder Singleplayer spiele. Reicht vollkommen. Wohlverbot. Schön hier. Oh, dann vorne rein. Links an. Du musst. Oh, dann geht's weiter. Noch so eine schöne Kurve hier eingebaut, ne? Sorry, hier ist eine Kurve, das war gefährlich. Rechtskurve, da kannst du auch nicht überholen, Junge. Weil erst aus dem durchgezogenen Linie hier unten, ne? Auto von vorne. Ja, es gibt auch ein paar Spiele, wo wirklich der E7 ran muss, ne? Also, wo es dann noch mal ein bisschen rauskommt, hoffentlich. Ja, wir haben jetzt die ersten 50 Minuten in etwa geschafft und sind 600 Kilometer. Ich wüsste schon fast, dass wir 6 Folgen dafür brauchen, allein in Frankreich anzukommen. Daher werden wir wahrscheinlich die Woche jetzt wirklich hier in Frankreich unterwegs sein. Wir fahren gerade aus. Sehr gut.
Nadelbaum. Ja. Nadelwald. Richtig. Was oder was? Geschossen. Naja, ich will keine Pause machen, fahr weiter, ne? Da müssen wir was schaffen. Da war da auch. Kriegen nur Geld, ne? Das kommt ja auch mehr Geld rein, als was rausgeht. Daher ist das alles okay. Wäre ich entspannter Chef, ne, mit dem Geld auf dem Konto. Noch ein paar LKWs im Nacken. Ja. Fotos gemacht. Screenshots, mal was anderes, ne? Mal schön, aber eins von den Fotos wieder erkennt dann auf den Thumbnails. Thumbnails sind immer die Bilder am Anfang des Videos, also bevor er draufklickt. Ich übrigens jetzt auch seit einer Woche an, ja doch seit einer Woche neu habe. Schöner dichter Wald, ne? Ja, 500 Kilometer. Wir werden heute nicht ankommen, das kann ich euch leider schon sagen. Wenn wir echt weiter in diesem Rhythmus vorankommen, dann haben wir circa 200 Kilometer, vielleicht 300 pro Folge. Das wird jetzt nicht nur an den 60, 65 km/h liegen. Das ist schon ordentlich hier, was man fährt. Werde ich wohl auch die Aufnahme teilen. Das heißt, ich werde wohl heute bis zum Ziel nach Frankreich fahren, der Aufnahme.
Ich vermute fast, das sind noch zwei Folgen locker. Und dann werden wir in der nächsten Aufnahmesession dann, also für nächste Woche, oder vielleicht sogar übernächste Woche schon, je nachdem wie weit wir es noch aufnehmen. Also wir sind jetzt in der, ich glaube jetzt sind wir in der vierten, ne, in der dritten. Dass dann alles schon in die nächste Woche reingeht. Ist jetzt nicht schlimm, wir haben ein Ziel. Aber ich bin von ausgegangen, dass wir hier mit drei Folgen auskommen hier oder so. Dem ist halt nicht so. Also drei Folgen bis Frankreich jetzt und dann Spanien und dann kommt Marokko. Aber die Realität beweist was anderes. Nicht so. F65. Vollkommen aus. Erster Burges. Das ist Frankreich hier. Ein Renault-Händler haben wir. Sehr gut. Kreisverkehr fahren wir rechts raus. Der Holztransporter. Mehr Möglichkeiten gibt es ja auch nicht. Paris fahren wir jetzt. Erstmal. Ich glaube, wir fahren da nicht hin. Esse ich durch. Okay. Haben wir noch geschafft. So. Warte aus, weiter. Echt schöne Strecken, also hier bin ich noch nicht lang gefahren und das lohnt sich dann einfach mal, sich wirklich andere Ecken anzugucken. Wenn wir Richtung Türkei fahren, das ist dann eine ganz andere Strecke runter. Hinten, Tschechien runter und so, also. So, sind wieder auf der Autobahn. Einen Schluck Kaffee trinken. Ja, 442 Kilometer noch. Ich denke, es werden noch zwei Aufnahmen sein. Wir sind jetzt gleich schon durch für die heutige. Aber ich finde es nicht schlimm. Ich finde die Streckenführung cool. Also auch die Idee jetzt nach Marokko mal zu fahren. Wäre jetzt so ganz cool gemacht und ja, so lernt man mal einfach die Zeiten einzuschätzen, ne, wenn man so eine lange Strecke fährt. Weg wieder.
Ja, ich würde dann sagen, bis übermorgen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Lass uns schauen, wie wir hier weiter aus Frankreich rauskommen. Und bis dahin, tschüss.